Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Eine Brücke von Gott in unseren Alltag. Ausgangspunkt ist halt, dass Gott für uns immer da ist, schon eine Brücke zu uns gebaut hat und wir quasi irgendwie versuchen können, sollen, dürfen, zu ihm Kontakt aufzunehmen, indem wir eben auch von unserer Seite aus die Brücke bauen oder begehen. Und dafür müssen wir sie erstmal finden. Ja, und dazu dient unter anderem die Bibel. Nicht nur und ausschließlich, aber größtenteils. Und deswegen diese kleine Reihe hier. Ich möchte zunächst einen Evangeliumstext vorlesen, dann ein paar Gedanken dazu Ihnen vermitteln und schließlich ein Gebet, was Sie gerne nutzen können, um auch für den Alltag sich dieses Evangelium etwas zu erschließen mit Hilfe Gottes. Der Text aus dem Matthäusevangelium ist überschrieben mit der Rangstreit der Jünger. In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist denn im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ich neige auch immer wieder mal dazu, mich größer zu machen, als ich bin. Wir Menschen sind, entweder aufgrund unserer Evolution oder aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen, immer wieder dabei, uns mit anderen zu vergleichen. Wer will schon der Kleinste sein? Und nun kommt Jesus und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Was soll das denn? Sollen wir nun kindisch werden? Sollen wir in unserer Entwicklung zurückgehen? Sollen wir sabbern und saugen und in die Hosen machen? Ich vermute einmal, dass Jesus gerade das nicht meint. Was ist das Besondere an Kindern, dass Jesus das hier so sagt? Kinder brauchen bedingungslose Liebe und können auch Liebe geben. Wessen Herz schmilzt nicht dahin, wenn ein kleines Kind die Eltern anlächelt? Kinder sind einfach, nicht im Sinne von simpel oder gar dumm, sondern sie sehen die Dinge ihrer Umwelt und die Menschen noch einfach. Sie betrachten die Dinge um sich herum buchstäblich in achtsamer Form. Sie beschreiben zunächst nichts. Sie klassifizieren zunächst nichts. Oder sie be- oder verurteilen zunächst nichts. Sie schauen einfach ein Gänseblümchen an, nehmen es in die Hand oder nehmen einen Regenwurm in die Hand, neugierig und staunend und eben nicht bewertend. Natürlich machen Kinder in diesem Zusammenhang auch mal etwas kaputt, drücken vielleicht den Regenwurm so sehr, dass dieser nicht mehr leben kann. Das sind aber genau die Dinge, die Kinder von ihren Bezugspersonen lernen können und sollten. Mit zunehmendem Alter aber beschreiben, klassifizieren, be- oder verurteilen wir Dinge und Menschen. Das ist nicht grundsätzlich falsch, nur nicht immer angebracht. Anderen Menschen treten wir vielleicht mit Vorurteilen gegenüber, ohne diese Menschen näher zu kennen. Manchmal reagieren wir angespannt oder aggressiv, ohne dass der andere direkt im Sinne irgendwas dafür kann. Als Erwachsene sind wir häufig voll von Vorurteilen, negativen inneren Einstellungen oder Gedanken anderen und nicht selten auch uns selbst gegenüber. Jesus, als Sohn des liebenden Gottes, legt den Menschen damals und auch heute nun nahe, umzukehren und wie die Kinder zu werden. Das heißt, den Weg der negativen Gedanken und Einstellungen zu überdenken und einen positiveren Weg einzuschlagen. Den Weg der Vorurteile und manchmal der vorschnellen Urteile zu überdenken. Die Dinge der Welt und vor allem unsere Mitmenschen mit unverbrauchten Sinnen zu betrachten, wie Kinder es tun, mit Neugier und nicht mit Vorurteil. Zum Beispiel, der Regenwurm ist eklig. Mit Liebe und nicht mit, und sei es nur leichter, Aggressivität. Es reicht leider nicht, dies alles nur einmal zu hören. Wir müssen das immer wieder hören und uns immer wieder aufrufen lassen, kehr um. Kehr um auf den Weg der Liebe. Der Liebe zu Gott, der Liebe zu den Mitmenschen und der Liebe zu dir selbst. Man könnte meinen, Christen oder allgemein gläubige Menschen bräuchten diesen dauernden Aufruf nicht.
Warum aber gibt es dann Gottesdienste und in der christlichen Kirche die Aufnahme des Leibes Christi in Form des gewandelten Brotes? Christen sind auch nur Menschen, mit allen Fehlern, die Menschen haben können. Auch Christen verfallen immer wieder in negative und aggressive Verhaltensmuster, nicht zuletzt sich selbst gegenüber. Christen haben aber einen dauernden Rufer: Jesus. Ein Gebet für den Alltag. Jesus, dein Aufruf zu werden wie die Kinder ist zunächst sehr verwirrend für mich. Lass mich mit all meinen Sinnen auf dich schauen und lernen, was es bedeutet, mit der Neugier und der Liebe eines Kindes durch die Welt zu gehen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video, diesen Impuls zu dem Evangelium angehört haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann klicken Sie bitte auf Teilen, um das Video anderen auch weiter schicken zu können. Den Link dazu, aber gerne auch den Daumen nach oben. Und wenn Sie es nicht schon gemacht haben, wäre ich sehr froh, wenn Sie den Kanal auch abonnieren. Und wenn Sie mögen, können Sie auch einen Kommentar schreiben. Schreiben Sie Ihre eigenen Gedanken zu diesem Evangelium. Unsicherheiten, Unklarheiten, aber auch zu dem, was ich gesagt habe. Vielleicht stimmen Sie mit dem überein oder haben eigene Gedanken dazu. Seien Sie ganz offen, notieren Sie, was Ihnen einfällt. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Video. Tschüss.